Auf deinem Körper wachsen auf einmal immer mehr Haare und du möchtest sie entfernen? Dann erkläre ich dir in diesem Video ganz ausführlich, wie Rasieren funktioniert und wie du diese Haare wegbekommst. Hi, ich bin Sarah, deine Online-Große Schwester und auf diesem Account geht es rund ums Erwachsenwerden, weil hier erkläre ich dir alle Dinge, die dir eigentlich deine Mutter oder deine große Schwester erklären sollte. Um deine Haare zu rasieren, brauchst du, wer hätte es gedacht, einen Rasierer. Bei Rasierern gibt es aber zwei verschiedene Arten, und zwar einmal den Klingenrasierer, der Klingen dran hat, und einmal den elektrischen Rasierer. Bevor wir jetzt mit dem Rasieren anfangen, zeige ich dir ein paar Alternativen, mit denen du auch deine Haare entfernen kannst, falls Rasieren nichts für dich ist. Alternative Nummer 1 ist eine Haarentfernungscreme. Den bekommst du in jeder Drogerie, also in DM, Müller oder Rossmann. Die funktioniert so, dass du sie auf deine Haare schmierst, einwirken lässt und danach abwäscht und die Haare waschen sich einfach automatisch damit ab. Diese Creme hier hat mir anfangs zum Beispiel in meiner Bikinizone geholfen, weil ich dann einfach nicht die Angst hatte, mich zu schneiden oder zu verletzen. Die zweite Alternative ist, seine Haare zu epilieren und Leute, das ist nichts für schwache Nerven. Anders als ein Rasierer tut ein Epilierer nämlich die einzelnen Haare rausreißen und nicht abschneiden. Vorteil bei dem Ganzen ist, dass die Haare länger wegbleiben und dass man sich dadurch eben nicht so oft epilieren muss. Auf den Beinen ist das Ganze nicht so schmerzhaft, wenn es dann aber um die Achseln geht. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, ich habe es nicht ausgehalten. Wenn ihr einen Epilierer zu Hause habt, dann probiert ihn gerne mal aus. Vielleicht tut es euch ja nicht so weh und es ist was für euch. Ansonsten greift einfach zu den Alternativen. Und die letzte Alternative, die ich euch vorstellen möchte, sind Kaltwachsstreifen. Die tun wie der Epilierer einfach die Haare rausreißen, aber auf einmal und nicht jedes Haar einzeln. Die habe ich zum Beispiel damals an meinen Achseln benutzt oder auch an meinem Gesicht, um zum Beispiel die kleinen Barthärchen wegzumachen oder die Augenbrauen in der Mitte. Natürlich kann man sie auch auf jeder anderen Körperstelle benutzen. Diese Kaltwachsstreifen gibt es auch in jeder Drogerie. Kommen wir jetzt aber wirklich zum Rasieren, wie es geht und worauf ihr achten müsst. Wenn ihr Angst vor den traditionellen Klingenrasierern habt, weil ihr Angst habt, euch zu schneiden oder weil ihr euch einfach damit nicht so sicher fühlt, kann ich euch sehr, sehr arg einen elektrischen Rasierer empfehlen. Bei dem sind nämlich die Klingen nicht sichtbar und ihr könnt euch so gut wie nicht schneiden. Wenn eure Mutter so einen zu Hause hat, dann fragt mal bei ihr nach, vielleicht könnt ihr den ja ausprobieren. Ansonsten wünscht euch einfach einen zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Wenn ihr aber etwas weniger Geld ausgeben möchtet, dann greift zu Klingenrasierern. Die funktionieren eventuell sogar noch besser und die gibt es in jeder Drogerie. Wie findet ihr jetzt aber den richtigen Klingenrasierer? In der Drogerie gibt es Dutzend Rasierer, da habt ihr die Qual der Wahl. Ich erkläre euch kurz die wichtigsten Bestandteile von einem Rasierer und was sie bedeuten. Prinzipiell könnt ihr euch merken, je mehr einzelne Klingen der Rasierer hat, desto genauer und glatter wird das Ergebnis. Auch ist es sehr empfehlenswert, sich einen Rasierer zu holen, bei dem sich der Kopf bewegen kann oder eventuell sogar der ganze Kopf sich in verschiedene Richtungen drehen kann. Das könnt ihr dann einfach in der Drogerie an den einzelnen Modellen ausprobieren. Was ich euch ganz arg ans Herz lege, kauft euch keine Einwegrasierer. Erstens ist das super viel Müll. Zweitens habt ihr auf lange Sicht gesehen viel mehr von Klingen, die ihr auswechseln könnt, weil so habt ihr immer einen hochwertigen Rasierer Griff und wechselt nur die Klinge aus, wenn sie nicht mehr gut ist. Auf lange Sicht gesehen ist das Ganze dann auch billiger. Das erste Mal rasieren. Worauf müsst ihr achten? Wie funktioniert das und wie rasiert ihr? Rasiere ich gegen den Strich oder mit dem Strich? Wie kriege ich keine Rasierpickel? Nummer 1, die absolute Grundlage vom Rasieren. Wir rasieren niemals trocken. Das heißt, ihr nehmt nicht einfach den Rasierer und fangt an. Das Mindeste, was wir machen, ist, den Rasierer nass zu machen. Also unterm Wasserhahn nass zu machen und dann eben nass zu rasieren. Wenn ihr aber ein wirklich glattes Ergebnis haben wollt und die Gefahr noch geringer sein soll, dass ihr euch schneidet, dann holt euch einen Rasierschaum, ein Rasiergel oder eine Rasiercreme. Die tragt ihr dann nämlich auf eure Haare auf und dadurch kann der Rasierer noch einfacher drüber gleiten. Wenn ihr Rasierschaum benutzt, empfehle ich euch sehr, sehr, sehr arg, das Ganze unter der Dusche zu machen, weil sonst wird das eine riesige Sauerei. Außerdem ist es wichtig, den Rasierer regelmäßig auszuspülen. Also entweder unter dem Wasserhahn nass zu machen, zu rasieren und wieder auszuspülen oder eben in der Dusche nach jeder einzelnen Linie auszuspülen. Ganz, ganz, ganz wichtig, das Allerwichtigste am Rasieren überhaupt, du brauchst deinen eigenen Rasierer. Du darfst nicht den Rasierer von deiner Mutter benutzen oder von deiner Schwester, von deinem Vater oder von deiner Freundin. Du brauchst deinen eigenen Rasierer. Das hat einfach ganz viel mit der Hygiene zu tun. Zum Beispiel können beim Rasieren kleine Verletzungen entstehen. Und wenn der Rasierer dann an jemand anderen geht, dann hat er die Bakterien von dir auf dem Rasierer. Davon kannst du dann Hautausschläge, Pickel oder Hautirritationen bekommen und das wollen wir natürlich nicht. Viele haben Angst, sich zu verletzen. Die Chance, sich zu verletzen, ist aber relativ gering, wenn man das richtig macht. Das bedeutet, wir lassen den Rasierer einfach über unsere Haut gleiten. Wir drücken nicht, wir halten den nicht so, wir halten den wirklich ganz locker in der Hand und lassen ihn drüber
fliegen schon fast. Weil so tut er wirklich nur die einzelnen Haare aufsammeln und abschneiden. Rasiert man sich jetzt aber mit dem Strich oder gegen den Strich? Und das ist tatsächlich nicht einfach so beantwortbar. Da ist es nämlich ein Unterschied, welche einzelne Zone man rasiert. Und jetzt erkläre ich dir, wie man erstens seine Beine rasiert, zweitens seine Achseln rasiert und drittens seine Bikini-Zone rasiert. Nummer 1, die Beine, da ist es am einfachsten, die zu rasieren. Da geht es einfach nämlich von unten nach oben gegen den Strich. Auf unseren Beinen ist unsere Haut nämlich nicht so empfindlich und da passiert es dann nicht so schnell, dass unsere Haut davon kaputt geht. Das heißt, wir fahren den Rasierer von unten hoch bis zu unserem Knie. Also gegen den Strich. Nummer 2, wie rasiert man seine Achseln? Und dafür habe ich euch natürlich ein richtig süßes Bild aufgemalt von einer Achsel. Am besten stellst du dich dafür einfach vor einen Spiegel und hältst deinen Arm so weit es geht nach oben, damit du auch alles siehst. Die Haare von den Achseln wachsen im Normalfall einfach runter. Und um jetzt unsere Achseln nicht zu verletzen, nehmen wir unseren Rasierer und rasieren als allererstes von unserem Arm zu unserer Brust. Von oben nach unten. Über die ganze Achsel. Wenn ihr das gemacht habt, dann fangt ihr an, seitlich zu rasieren. Also schräg runter und danach schräg hoch. Im Normalfall reicht das Ganze dann schon. Wenn ihr aber ein 100% glattes Ergebnis haben wollt, dann geht ihr ganz vorsichtig nochmal von unten nach oben gegen den Strich. Die Achseln bekommt im Normalfall jeder auch noch hin. Beim Intimbereich wird es dann aber schon schwieriger, weil man da erstens fast nichts sieht und zweitens, weil die Haut da mega empfindlich ist und die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, viel höher ist. Ich wäre nicht Sarah, hätte ich nicht dazu auch ein wunderschönes Bild gemalt. Und auch hier erkläre ich dir, wie das funktioniert. Auch im Intimbereich wachsen die Haare normalerweise nach unten. Und ähnlich bei den Achseln fangen wir hier an und rasieren erstmal von oben nach unten. Macht das Ganze am besten irgendwie im Sitzen, auf dem Klo oder in der Dusche. So sieht man erstmal am meisten. Nachdem ihr dann von oben nach unten rasiert habt, rasiert ihr von den Seiten, also von Bein zu Bein. Das Ganze dann auch in beide Richtungen. Und auch dann sollte es im Normalfall schon reichen. Wenn ihr aber jetzt auch eine zu 100% glatte Rasur wollt, nehmt ihr nochmal ganz vorsichtig den Rasierer und geht von unten nach oben. Möchtet ihr jetzt weiter runter und ihr seht nichts mehr, dann nehmt euch einfach einen Handspiegel, legt den hin und hockt euch drüber und dann seht ihr schon viel mehr. Solltet ihr gerade im Intimbereich Angst haben, mit Klingen rumzuhantieren, kann ich euch diese beiden Methoden empfehlen. Anfangs zum Ausprobieren mal diese Creme, einfach damit man nicht mit Klingen und Rasierern hin muss. Und auf lange Sicht einfach einen elektrischen Rasierer, weil man sich damit nicht verletzen kann und es viel einfacher ist, sich damit zu rasieren. Vor allem in dem Intimbereich, wo alles Ecken und Kanten sind und keine glatte Haut ist, wie zum Beispiel auf den Beinen. Jetzt weißt du, wie man die einzelnen Zonen rasiert und jetzt kannst du auch schon direkt loslegen. Bevor du dir überhaupt einen Rasierer kaufst und in den Laden gehst und dich dafür entscheidest, deine Haare wegzumachen, fragst du dich natürlich, ab wann fängt man an, sich zu rasieren? Und ich erkläre dir jetzt, wann dieser Moment gekommen ist und ab wann du dich rasieren solltest. Und die Antwort ist ganz einfach, ab dann, wenn du möchtest. Rasieren ist genauso wie BH tragen, keine Pflicht und ganz dir überlassen. Wenn du merkst, bei dir wachsen immer mehr Haare und du fühlst dich einfach unwohl mit diesen Haaren, dann ist der richtige Zeitpunkt, um dich zu rasieren. Es ist dein Körper und du kannst damit machen, was du möchtest. Und wenn du keine Lust dazu hast, dich zu rasieren oder nicht bereit bist, dann rasier dich nicht. Falls du aber das Problem haben solltest, dass du vom Rasieren Rasierpickel bekommst oder wenn du Angst davor hast, welche zu bekommen, dann erkläre ich dir jetzt, wie du die vermeiden kannst. Nummer 1 und der wichtigste Tipp: Tu nicht trocken rasieren. Wenn du zu Rasierpickeln neigst, dann hol dir Rasierschaum, weil damit ist die Haut beruhigt und du reizt sie nicht. Nummer 2, drück mit dem Rasierer nicht zu fest. Wie gesagt, der Rasierer soll einfach über deine Haut gleiten und der schneidet ganz von selbst. Du brauchst gar keinen Druck darauf legen. Weil mit Druck tust du einfach nur die Haut drunter eventuell verletzen oder irritieren und so entstehen Rasierpickel. Nummer 3, wenn du sehr arg zu Rasierpickeln neigst, dann fang an, mit dem Strich zu rasieren. Lass also gerade bei Achseln oder in den Intimen den letzten Step weg und rasiere nicht gegen die Wuchsrichtung. Das kann nämlich dazu führen, dass du einfach die Haut in eine blöde Position bringst und dass sich dadurch Pickel bilden. Auch an den Beinen kannst du einfach mal versuchen, mit der Wuchsrichtung zu rasieren und vielleicht hilft das ja bei deinen Pickeln. Nummer 4 ist die Aftercare, also was passiert, nachdem du dich rasiert hast. Das ist kein Muss, aber wenn du wirklich zu
du Rasierpickel neigst und einfach deine Haut danach nochmal beruhigen und pflegen möchtest, dann gibt es entweder Feuchtigkeitscreme, die du dann auf die Stellen, wo du rasiert hast, auftragen kannst, oder auch Babypuder, das du einfach auf deine Haut gibst und die dann damit einreibst. So beruhigst du deine Haut nach dem Rasieren wieder. Und Nummer 5, der wohl wichtigste Punkt, den einige vergessen, und zwar seine Klinge regelmäßig zu wechseln. Wie oft man seine Klinge wechseln muss, ist ganz individuell. Wenn du dich jeden Tag damit rasierst, dann solltest du sie natürlich öfter wechseln, als wenn du dich nur einmal in der Woche damit rasierst. Wasch deine Klinge aber jedes Mal nach dem Benutzen richtig aus, und wenn du merkst, dass die Klinge nicht mehr scharf ist oder sogar dreckig und rostig ist, dann ist es schon längst überfällig, diese Klinge zu wechseln. Klingen gibt es einfach in jeder Drogerie passend zu deinem Rasierer. Da musst du einfach schauen, was du für einen Rasierer hast und was für eine Rasierklinge da drauf kommt. Du hast dich jetzt das erste Mal rasiert, bist auf einmal ganz haarfrei. Es hat hoffentlich alles super funktioniert. Wann musst du dich jetzt das nächste Mal wieder rasieren? Und auch hier ist die Antwort wieder ganz einfach, dann wann du möchtest. Bei jedem Menschen wachsen die Haare unterschiedlich stark, unterschiedlich schnell, und jeder Mensch hat unterschiedlich viele Haare. Das heißt, der eine kann sich schon nach 2 Tagen unwohl fühlen und bei dem anderen kommen die Haare erst wieder nach einer Woche. Das bedeutet, du rasierst dich dann, wenn du möchtest, und dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt sollte ich wieder nachrasieren. Das waren jetzt die Grundlagen zu dem Thema Rasieren. Ich glaube, nach diesem Video bist du jetzt hundertprozentig ready, um dir deinen ersten Rasierer zu kaufen oder das erste Mal loszulegen. Ich hoffe, die Tipps haben dir das Thema Rasieren etwas erleichtert. Wenn du weitere Fragen oder Probleme hast, auch zu anderen Themen, dann schreib mir einen Kommentar, da antworte ich euch nämlich. Schau dir auch gerne das letzte Video zum Thema Make-up an. Da erkläre ich dir nämlich, genau wie in diesem Video, alle Grundlagen, die du wissen musst. Wir sehen uns in meinem nächsten Video oder auf meinem TikTok-Kanal. Und bis dahin, deine Online-große Schwester Sarah. Check auch mein letztes Video zum Thema Make-up ab. Make-up ab? Check auch mein letztes... Digga, ich bin so unlustig. Wollt ihr the Truth sehen? Wollt ihr die harte Realität sehen? Diesen Teil von meinem Zimmer habe ich euch natürlich nicht gezeigt. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ich bin froh, dass ich es endlich geschafft habe. Ich wollte doch noch ein zweites Video drehen. Nee. Eins reicht. Tschüss.